Nach einer etwas längeren Zeit sind wir mal wieder zurück auf der Hubrain-Welt und, meine Damen und Herren, warum ich so lange keine Videos von dieser Welt hier gemacht habe. Es gibt einige Gründe, warum ich das nicht gemacht habe, denn es ist seit einer sehr längeren Zeit nichts mehr auf dieser Welt passiert, ja. Wir wissen ja, Hubrain, wir hatten ihn schon gesehen gehabt, nämlich genauso da hinten bei diesem Baum, da war er schon mal gewesen. Und genauso, das habe ich im letzten Video nicht eingeblendet gehabt, über diese Welt. Wir hatten ja aber diese Burg hier mäßig gebaut und ach, auf diesen Berg da oben, genau da, wo ich gerade hinschaue, ich bin mir nicht sicher, vielleicht blende ich das nochmal ein, vielleicht auch nicht, aber genau da war Hubrain gewesen, okay? Und ich habe das in dem Video, als ich es geschnitten habe, nicht bemerkt, genauso wie auch als ich das Video aufgenommen habe, habe ich es nicht gemerkt, offensichtlich, ich hätte geschrien, hätte ich das gesehen. Jedenfalls werden wir heute was machen, was ihr auf gar keinen Fall tun solltet, ja. Und zwar ist es nämlich, ihr solltet auf gar keinen Fall die Render Distance hier, ich weiß gar nicht, wo die ist, die müsste eigentlich irgendwie hier sein, genau hier, die Render Distance auf gar keinen Fall komplett runterstellen. Denn so, dann sollte diese Render Distance, oh mein Gott, ganz unten sein. Soll die Wahrscheinlichkeit erhöht werden, dass Hubrain auf dieser Welt ist und auf uns lauert. Ja. Wir wissen alle, wie es in der Alpha-Version aussieht. In der Alpha-Version hast du dann da auf einmal irgendein Schaf, das rumspringt und dann erschreckst du dich wie der siebte Aal oder so, keine Ahnung. Jedenfalls werde ich erstmal schön zurück, ja, zu unserer Bude gehen. Wir werden auf jeden Fall hier, boah, ich habe auch schon voll lange nicht mehr auf dieser Welt gespielt. Hier haben wir auch noch dieses Kreuz. Ey, schaut euch das an, ihr seht einfach nichts. Die spawnen einfach so rein, oder was? Oh mein Gott. Die spawnen einfach so rein, oder was willst du mir jetzt erzählen? Oh mein Gott, diese Zombies waren schon immer ein Krampf. Okay. Ich merke schon, hier sind ein paar Probleme sind hier jetzt auf jeden Fall. Und wir haben das immer noch nicht getan. Ich würde gerne mal mein Diamantschwert hier auf irgendetwas aufrüsten. Ja, hier direkt. Knockback. Sharpness. Machen wir einfach mal Sharpness drauf. Jetzt ist unser Schwert auch auf jeden Fall erstmal verzaubert. Und da unten ist es einfach nur schwarz. Okay, Grüße gehen raus. Ich will nicht wissen, wie es im Nether aussieht. Haben wir hier noch ein bisschen Essen? Nein. Okay, wir müssen. Alter, schau dich das mal an. Warte mal, die Schlacht. Okay. Oh, oh. Oh mein Gott, woher kommen die denn alle, Mann? Also, oh mein Gott. Hä? Das ist doch nicht normal. Guck mal, woher die alle kommen. Okay, das ist. Ich nehme das erste Mal wieder mal ein Video auf hier auf dieser Welt. Und hier passieren sehr komische Sachen. Vielleicht hat das ja auch etwas damit zu tun, oder? Oh, ich sterbe hier gleich. Oh mein Gott, wieso kommen hier denn so viele Zombies so her? Zack, zack. Schnell rein hier. Auf jeden Fall möchte ich mich mal. Ich möchte mich mal zu unserem Aussichtsturm begeben. Zum Aussichtsturm, da möchte ich mich wirklich mal begeben. Aber wisst ihr, mich wundert, dass das wirklich so wenige Sachen passieren. Das Gruselige ist es halt einfach der Fakt, dass er überall stehen könnte. Einfach da hinten, wir gehen jetzt hier raus. Oder warte mal, das zeige ich euch jetzt hier beim Auszoomen. Ja, also ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass wir hier so nicht unbedingt viel erkennen würden. Auch mitten im Aussichtszoom. Alter, das ist ja... Boah, das kannst du dir doch nicht geben. Auf jeden Fall eine Sache, welche ich mal machen wollte, mit dieser, naja, mäßig... Challenge oder so, ja, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Einfach mal zu unseren zweiten Base laufen. Und das Gruselige ist halt einfach, dass es wirklich anscheinend so sein soll. Sollte man hier die ganze Zeit jetzt im Nebel rumrennen, lauert er auf uns im Nebel. Und dann schauen wir auf jeden Fall mal, was passiert, ob irgendwie gruselige Sachen passieren, ob der vielleicht im Nebel auf uns wirklich wartet. Weil, wie gesagt, in der Alpha-Version war es ja immer so gewesen. Du hast einfach gar nicht durchgeblickt, weil da ja überall Nebel war. Und auf der Hubrain-Version, ja, welche ihr auch mal abchecken könnt, da bei der 1.2.3-03 Alpha, da konnte man ja noch nicht mal die Settings ändern. Das heißt, du musstest immer mit so einer Low-Distance rumrennen. Und ich glaube hier, genau hier war es gewesen, als die Hubrain gesehen haben. Oder irgendwie, oder da hinten, irgendein Baum. Da ist noch irgendein Baum, denke ich. Boah, also wirklich, die Zombies und so, die spawnen irgendwie ein bisschen komisch, ne?
okay, hier. Auch hier erkennst du einfach nichts. Ich weiß nicht mal. Erkennen wir überhaupt. Ja, okay, doch, das erkennen wir noch. Aber Junge, du kennst ja. Du erkennst ja nicht mal das da unten. Ah doch. Ganz minimal, aber. Wie das auch aussieht, nicht, ist aber irgend so ein Ding. Wie unnötig. Muss man zubauen eigentlich. Denn hier schmilzt aber immer noch Eisen, das habe ich gerade schon mitbekommen. Einfach Eisen am Schmelzen. Obwohl ich schon so lange auf dieser Welt spiele. Ja, das ist komisch. Wobei, warum, das ist wirklich komisch. Naja. Ah, auch irgendwie eine Kiste. Stell die aber hier hoch. Vielleicht macht Hubran ja was damit, ich weiß nicht. Ja, Freunde. Also ich bin jetzt hierher gegangen, aber es ist auch nichts Gruseliges unbedingt passiert. Also, ich kann euch, wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange das Video aktuell dauert, beziehungsweise gerade. Okay, das weiß ich nicht. Alter, jetzt mal keinen Spaß, das weiß ich nicht. Ey, das ist jetzt wirklich... Jetzt mal keinen Spaß, ich hab... Alter. Ihr werdet es mir sowieso nicht glauben, ne? Das ist halt leider so, ihr werdet mir halt nicht glauben, weil das Ding ist halt, ich habe ja das Video gerade geschnitten und ihr werdet mir das nicht glauben, aber ich war das halt nicht, dass ihr das seht. Und ich bin der Einzige, der das gerade weiß. Und die meisten von euch werden es nicht glauben. Oder habe ich das in dem Video mal abgebaut? Aber warum sollte ich so dumm einfach irgendwelche... Als hätte Hubert versucht, diesen Baum hier irgendwie... von den Blättern frei zu machen eigentlich, ne? Aber er hat irgendwie verkackt, der Idiot. Okay, gut, das ist vielleicht nicht unbedingt so lustig. Junge, aber das sieht ja übertrieben gruselig aus. Chef, der steht hier gleich oben einfach. Alter. Aber ich glaube nicht, dass Hubran so nah an uns rangehen würde sogar. Also das denke ich sogar nicht. Okay, ja, aber ich weiß es auch. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Also. Ich weiß nicht mal, warum habe ich diese Bude hier überhaupt gebastelt, ey. Ja, gut. Ich würde sagen, wir gehen aber nochmal zurück. Aber ey, jetzt mal wirklich. Das ist übertrieben komisch. Ja, jetzt ist halt die Sache, wenn dieser Shrine da noch leuchtet. Dann, wenn er nicht mehr leuchtet, weil wir haben ja gesehen, der hat ja geleuchtet. Sollte er jetzt nicht mehr leuchten, dann ist es komisch. Okay. Dieser Schrein... Boah, steht noch, okay. Ja, das ist schade, dass dieses Schild jetzt nicht geändert wurde. Normalerweise würde es ja auch hier geändert werden. Wir hatten es ja auch mal letztens. Hier steht da Notch, aber die meisten haben ja halt nicht geglaubt, weil ich einen Cut gemacht habe. Ja, aber warum ich das Video eigentlich mache, ist einfach, um mich mal wirklich bei euch zu bedanken. Dieser Shrine, der alleine hat auf meinem Kanal 15.000 Klicks gesammelt. 15 verkackt nochmal 1000 Klicks, Junge. Das müsst ihr euch mal überlegen. Und ich möchte mich wirklich mal bei jedem einzelnen Abonnenten, bei jedem einzelnen, der geliked hat, der meine Videos kommentiert hat, der meine Videos bewertet hat, der meine Videos sonst was man gemacht hat, ey. Ich möchte mich einfach wirklich so hart bei euch bedanken. Ich möchte mich einfach mal wirklich heftig bei euch bedanken. Allein weil ich, das ist ja mein Traum auf YouTube und oder auf Twitch was zu erreichen. Und ja, das bedeutet mir einfach sehr viel, weswegen ich mich wirklich bei euch bedanken muss. Weil ihr habt mir jedes einzelne Mal, ich kann es nicht in Worten beschreiben, Junge. Das hat mich auf jedes einzelne Mal, egal was für ein Kommentar das war, sogar wenn es Kritik war. Junge, jedes einzelne Mal, Junge, mir wurde ein Lächeln auf meine Schnauze gezaubert. Auf diese Schnauze wurde mir so ein fettes Lächeln gezaubert. Nur dank euch, wirklich. Und mittlerweile, ich weiß nicht, ob wir es geschafft haben gerade, ne? Aber ich habe vorhin noch geschaut, wir hatten 19.958 Aufrufe oder so auf meinem beliebtesten Video hier auf diesem Kanal. Und es kann sein, dass wir einfach die 20.000 Aufrufe noch erreichen werden. Und ich möchte mich wirklich einfach bei euch bedanken, dass ihr dieses Projekt so unterstützt habt und alles. Jedenfalls sollte noch was Komisches passieren. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ich wollte dieses Projekt einfach nur beenden, weil jetzt einfach gar nichts mehr passiert. Ich weiß nicht mehr, was ich auf dieser Welt machen soll. Und es passt halt einfach nicht mehr zusammen und alles. Aber das Wichtigste gerade für mich ist es einfach, dass ich mich wirklich neu... Ich kann mich 10.000 Mal bei euch bedanken, okay? Junge, ich bedanke mich einfach für jeden einzelnen Like, Kommentar, für jeden einzelnen Klick alleine schon. Junge, das hat... Oh, Alter, das bedeutet mir einfach so unfassbar viel, Junge. Ich kann es einfach nicht in Worten beschreiben.
Die anderen sagen jetzt wahrscheinlich, Junge, halt die Schnauze, du übertreibst halt wie kein anderer. Ich übertreibe gar nicht. Ihr seid mir einfach sehr viel wert und ich möchte mich auch wirklich einfach bei euch bedanken. Allein 800 Abonnenten. Wie schnell das auch einfach ging, so für diese kurze Zeit. 800 Abonnenten, die sind hochgeschossen. Normalerweise, wie ich meine Videos früher gemacht hätte, ich hätte vielleicht 2 Jahre gebraucht oder so, bis ich diese 800 geschafft habe. Und jetzt habe ich schon fast 1000 Abonnenten, Junge. Einfach eine... Naja, da komme ich nicht drauf, klar, wirklich. Ich bin einfach nur unfassbar dankbar dafür. Und 10.000 Leute haben sowieso schon abgeschaltet. Wahrscheinlich von wegen, ja, Junge, du wiederholst dich die ganze Zeit. Ich muss mich bei euch bedanken. Das mache ich jetzt. Ich muss mich bei euch bedanken. Freunde, das ist krass. Das ist einfach nur krass. Ich habe die ganze Zeit irgendwas im Kopf, was ich sagen wollte. Aber ich habe es irgendwie vergessen. Jedenfalls, auf jeden Fall, ich bin unfassbar dankbar dafür, dass ihr mich dazu gebracht hat, Junge, so etwas zu sehen. Weil, wie gesagt, das ist einfach mein größter Traum und mein größtes Lebensziel, überhaupt irgendwas auf YouTube und oder auf Twitch was zu erreichen. Und ihr helft mir sehr dabei, auch wenn es aktuell klein ist. Ich weiß, für den einen oder anderen ist es nichts, für mich ist es unfassbar viel, ja. Und, das soll es jetzt aber auch mit dem Projekt gewesen sein. Ich find's kacke, dass ich gerade noch was sagen wollte, Junge. Das war so ein guter Satz, welchen ich raushauen sollte, Mann. Ey, ich habe ihn voll vergessen jetzt. Ey, kacke nochmal. Jedenfalls, ey, wirklich einfach nur riesen Dankeschön. Komm, denn wenn ich jetzt noch weiter so laber, Junge, dann werde ich noch irgendwelche Stotteranfälle bekommen und sonst was. Jedenfalls, ich bedanke mich für jeden Einzelnen an euch. Und, ich weiß nicht, was ich da noch in der Zukunft machen soll. Das neue Projekt Geist, das findet auch so, schon langsam dem Ende, weil ist einfach ein komisches Projekt, welches nicht unbedingt geil ist, bin ich sogar ehrlich, also das finde ich nicht unbedingt so gut von meiner Seite aus. Jetzt haben wir auch mittlerweile nach so viel ich hier am Laber bin. Jedenfalls, ey, danke für jeden einzelnen Abonnenten, Like, Klick oder sonst was wirklich, das hat mich einfach nur, es freut mich bis heute noch, Junge, es wird mich auch in den nächsten 10 Jahren noch freuen, wenn ich mal zurückblicke und schaue, was da früher eigentlich abging. Jedenfalls, das soll es jetzt mit dem Video gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Da würde ich mich immer noch drüber freuen, auf jeden Fall. Und genauso wie auch ein Like. Da. Wir sind nämlich, ein Abo. Wir sind nämlich Road to 1K hier. 1K, ja, habt ihr es verstanden? 1K, Mann. Jedenfalls, ey, das ist einfach nur unbeschreiblich. Einfach nur unbeschreiblich. Und ich glaube gerade eigentlich viel zu viel, denke ich. Das ist mir aber wichtig, wie gesagt, ihr seid mir wichtig, ich möchte mich wirklich bei euch bedanken. Freunde, ich liebe euch über alles, bleibt auf jeden Fall gesund, dann passt auf euch auf und wir werden uns dann im nächsten Video oder auch Livestream wiedersehen. Danke, meine Damen und Herren.